Willkommen zu bestofkan.etm. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ich bin für einen Bottleflip nach Paris geflogen. Und ja, ich bin verdammt nochmal krank im Kopf. Wir haben 4.31 Uhr und ich kam auf die größte Crack-Idee. Ich buche Tickets nach Paris, um einen Bottleflip zu machen. Vor dem Eiffelturm. Aber nein, dann wäre es langweilig. Deswegen. 4 Tickets nach Paris. So, Henry, Paula und Chana. Das wird der größte Crack-Urlaub. Wir sind am Flughafen. Ich habe mein Perso vergessen. Wir 4 können wegen mir nicht nach Paris. Cool, oder? Wie ist es, wegen mir nicht nach Paris zu können? Das Witzige dabei. Die wissen nicht, warum wir nach Paris fliegen. Die denken, wir machen Urlaub. Und was die auch nicht wissen. Dass wenn ich beim ersten Versuch den Bottleflip verkacke, wir sofort wieder zurückfliegen. Let's go! Der ist echt riesig. Oh mein Gott, wir sind in Paris. Holy shit, da ist er. Ich brauchte aber Zeit für die Vorbereitung. Ich habe zu Hause Stunden trainiert. Bottleflip nach Bottleflip. Jede Flasche der Welt analysiert. Ich trat die Reise an. Nahm 3 unschuldige Menschen mit. Gib dem Typen oder der Dame mal einen Namen. Guste. Was? Guste. Guste? Guste. Ich hatte Kunst-LK. Kann ich sagen, hier ist ein Komplementärkontrast. Das ist halt wegen dem Duktus-System. In Schulnoten, was würdest du geben? Ah, 4. Sag mal was zu diesem Typen. Was findest du denn hier so hübsch? Spannend. Dort hinten ist der Eiffelturm. Und schrieb letztendlich Geschichte. Das ist der Moment. Jetzt kommt der Bottleflip. Jetzt entscheidet dieser Bottleflip alles. Ich bin Kahn. Das ist der Eiffelturm. In Paris. Eine Flasche. Oh mein Gott. Ja, ab nach Hause. Chana, es tut mir leid. Tut mir leid, Henry. Paula, es tut mir leid. Und alle 3 haben mich blockiert. Naja, egal. Stadt, Land, Fluss. Ey, wegen diesem Spiel habe ich 14 Freunde verloren. Du hast uns noch nie Freunde. Ja, denn ich habe Freunde, okay? Da ging es. Mensch, ärgere dich nicht oder UNO nicht. Die Scheiße endet immer im Krieg. Phase 1. Ja, das war's. Größtes Billo-Spiel. Phase 2. Welche Kategorien? So, Stadt, Land, Name, Tier, Beruf, das war's. Ey, das Spiel heißt Stadt, Land, Fluss. Was lassen wir weg? Fluss. Warum kein Fluss? Fluss? Fluss ist ein Hurensohn. Hä? Hä? Sind wir doof? Warum heißt das so, wenn wir das nicht benutzen? Ganz ehrlich, kein Mensch kennt einen Fluss. Bro, ich kenne nur diesen Nordsee oder diesen Ostsee oder wie der Typ heißt. Phase 3. Ich sag A, du sagst Stopp. Warum sagst du immer A? Ich will anfangen. Oh, Junge, okay, dann mach du. A. Stopp. E. Bro, Junge, guck nicht ab. Was sagst du? Du guckst ab. Stopp. Was? Ja, ich schreibe noch zu Ende. Stopp. Stopp! Ja, okay. Stadt? Erfurt. Ich auch. Land? England. Ich auch. Tier? Ameise. Affe. Beruf? Wehe. Wehe. Bro, wehe, du sagst Ameisenzüchter. Willst du mich verarschen? Das ist doch kein Beruf, du Bauer. Ah, Bauer. Beruf. Affenzüchter. Beruf. Igelzüchter. Hey. Beruf. Fischzüchter. Ich hab keinen Bock. A. Stopp. H. Beruf? Dein. Mein Beruf? Hä, was bin ich denn? Ein kleiner Huren. Seitdem weiß ich, dass mein Vater kein Englisch kann. Es geht halt um diese Cap. An einem Tag war ich am Lernen. Und dann kam mein Vater rein. Er guckt mich an. Ich lerne. Er guckt mich an. Ich guck ihn an. Er guckt mich an. Ich guck ihn an. Er sagt zu mir, ich fliege in die Türkei. Ich frag, hä, warum? Ich guck ihn an. Er guckt mich. Oh, fuck, der hat sich schon längst verpickt. Und er ist so in die Türkei gefliegt. Was er da machen wollte? Keine Ahnung. Der Bill ist einfach gegangen. Aber der hat mir einen Zettel hinterlassen. Heißt Steven. Ich heiße Kahn. Hä, kennt er seine Tochter nicht? Ah, ich mein Sohn. Ich bin ein Junge. Es war nur Spaß. Ich geh kurz mich. Fuck. Er war auf jeden Fall auf so einem Bazar. Hört doch mal, das Fake ist. Halt's Maul. Da hat er eine nice Cap gesehen. Und zwar die hier. Und was da drauf stand. Naja, mein Vater handelt wie ein Weltmeister. 5 Euro. 300 Euro. 5 Euro. Okay, 100 Euro. 5 Euro. 50 Euro, letzte Preis. 5 Euro. Okay, 5 Euro. 1 Euro. Er ist also wieder wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und er kam mit der Cap rein. Und das ist die Cap. Cock. Das ist der Cock-Cap. Ey, da steht Cock drauf. Mein Vater stand dort und dachte sich so, ja, Cock. Ich wette mit euch, keiner von euch hat diese Cock-Cap. Cock. Und da ist mir klar geworden. Guten Morgen, meine Friends. Ja, moin, wahrscheinlich guten Morgen. Ey, mein Schlafrhythmus und ich, ne? Die Ferien sind fast vorbei. Was hab ich gemacht? Gar nichts. Ah, und ich hab UNO gespielt. Ich zieh dich ab, Alter. 2 ziehende Opfer. 4 ziehen. Ha. Bojo, das ist voll unfair. Ha, UNO. Hä, hey, du hast nicht UNO letzte Karte gesagt. Hä, natürlich. Hä, nein, ist halt auch UNO. Ich war Freunde. Naja, ich war heute im Keller. Und habe was Altes gefunden. Hallo. Wer bist du? Was Altes. Nicht was bist du, wer bist du? Oh. Oh. Und in so einem Karton war was Krasses. Was? Oh Junge, wer bist du denn jetzt? Was Krasses. Nicht was bist du, wer bist du? Oh. Oh. Junge, warum sind hier so viele Obdachlose in meinem Keller? Hallo. Ich glaube, du suchst das. Hallo? Hola.
Ich bin nicht zu Hause. Ich bin gerade in Berlin in der WG. Und komm, ihr wisst es alle. Ich mach die krassesten Outfits auf TikTok. Ey, seid mal ehrlich. Natürlich ich. Wer denn sonst? Aber ihr wisst, wie ich bin. Das Haus hat viele Schränke. Ich schaff das. Oh, Jackpot. Legt euch zurück, gönnt euch die geilsten Outfits. Ich bin ein Bär, aber was für ein Bär? Bin ich ein Panda-Bär? Nein, ich bin ein Skorpion. Was guckst du? Ich kenne jedes Mädchen. Ich hol meine Karre. Willst du mein Bett? Das ist ein VW, du Idiot. Ey, Perle, Bock auf eine Runde? Nö. Trotzdem geklärt. Ciao. Ja, meine Eltern sind weg. Viele wissen, ich hasse mein Zimmer. Das ist immer unordentlich. Meine Eltern wollten mir nie deren Zimmer geben. So oft gefragt. Immer nein. Und weil sie eine Zeit lang nicht da sind. Ach du heilige Scheiße. Ich nehme einfach dieses Zimmer. Meine Eltern wissen nicht. Ey, das ist voll groß. Alter. Falls ihr denkt, das war alles. Das Zimmer wird meins. Falls ihr denkt, dass ich einfach nur das Zimmer nehme. Nö. Ja. Die Möbel kommen weg. Ich reiß hier alles raus. Tapeten, Betten, Tische, Fernseher. Alles. Wenn ich sage, ich nehme das Zimmer auseinander, dann meine ich das auch so. Was ist das erste Mal? Ich glaube, heute ist das weg. Dann lass uns die Spiele beginnen. Erstmal Decken weg. Jetzt kommt jemand ran. So, jetzt gehen wir ans Angemachte. Schutzbrille. Oh mein Gott. Fuck. Ist eh kaputt, Digga. Was hab ich getan? Ach du heilige Scheiße. Egal. Ich muss das retten. Ja. Scheiß drauf. Ja. So, jetzt das Lattenrost raus. Alter. Das ist anstrengend. Ich kann nicht mehr. Hä? Alter, wie sieht das hier aus? Ach du Scheiße. Das kann ich hier nicht posten. Wenn ihr wisst, was das ist, guck mal die Story. Ah! Oh, endlich, ey. Kahn! Ja. Ja? Nee, Mann. Kahn! Oh. Ja. Gib mir die Fernbedienung. Was? Die liegt genau vor. Sofort! Ja, chill mal. Oh, meine Fresse, wie unnötig. Kahn! Was? Ja, was? Was? Räum dein Zimmer auf. Hab ich schon. Dann mach Hausaufgaben. Hab ich schon. Dann mach die Wäsche. Hab ich schon. Ja, dann verpiss dich. Meine Fresse, Alter. Kann! Was ist, Mann? Mama, bitte. Was ist? Hm? Was? Ach, nichts hat sich erledigt. Meine Fresse. Oh. Mama, brauchst du mich noch? Halt's Maul. Perfekt. Kann! Warum geht mein E-Mail-Passwort nicht? Was ist dein Passwort? Keine Ahnung. Ja, dann geht's nicht. Warum? Du brauchst ein Passwort. Warum? Warum weißt du es nicht? Weil das dein Passwort ist. Warum? Warum? Ey, Mama, kein Wort mehr. Ey, wenn sie noch einmal ruft, ne? Kann! Ey, ich halt das nicht mehr auf. Warte mal. Kann! 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 Du Hurensohn. Ey, Mama, wo bist du? Hä? Sind die Kameras? Ey, willst du dich verarschen? Kann! Mama! Ich will doch nur chillen. Ich auf dem Boden. Mama? Na, jetzt antworte ich einfach nicht. Mama? Hallo? Na, endlich, Alter. Nicht mit mir, Kollege. Das war der Beginn einer langen Freundschaft. Na, wisst ihr alle, was das ist? Ah! Das ist ein Ballon. Hä? Oder meine Augen fallen raus? Oh mein Gott! Alexa, spiele mein Song. Oh mein Gott, Alexa, schau! Alexa, bist du doof? Let's go! Alter, ist das ein langer Dill. Mach! Digga, das hat ein Loch. Ich hab einen neuen. Ich mach alles, was ihr wollt. Sei es Schlange, Auto, Hund. Oh. Scheiße. Das ist der letzte. Der ist schon lang, aber meiner ist länger. Kinder, denkt nicht falsch. Auch wenn es zu solchen Themen kommt, schämt euch nicht, Kinder. Es ist der menschliche Körper. Und so ein lilaner Kopf. Und ein Knoten ist drin. Das lange, dicke Ding ist fertig. Kinder, nicht falsch verstehen. Ich glaube, ich mach einen Hund. Töre, Motherfucker. Kopf und Augen. Kinder, nicht falsch denken. Ich brauche Freunde. Jetzt brauchen wir meinen Hund für seinen Körper. Es ist fertig. Ich hab Hund gemacht. Oh. Damn, Bro. Auf jeden Fall. Wow, Bro. Respekt. Meine kaputten Ballons. Machen wir zu alleine. Wie sollen die ihn nennen? Kommentiert. TikTok Longcock. Coming in Gassi.
Spaß, hab ich nicht getan. Denkt ihr, ich verletze ihn? Bro, geht's dir gut? Eine Sache noch. Die Tagesschau hat mich gepostet. Ja. Einfach die Tagesschau. Die haben mein Video verwendet. Und es gepostet. Lol. Mich hat ganz Deutschland gesehen. Angela Merkel, so wird's schmecken. Was? Aber Tagesschau ist ehrenlos. Die posten mich und machen Fame auf mein Nackenproblem. Die haben mich nicht mal markiert. Wie sollen wir sonst Angela Merkel kennenlernen? Was? Und deswegen Tagesschau. Guck meine News, bevor ich die Nachrichten des Tages schau. Check dir meine Tagesschau. Direkt die Fresse. Action. Nein, stopp, wo ist der Gong? Junge, wir haben keinen, fang einfach an. Nein, wir brauchen den Gong. Wir sind live. Och, Junge. Junge, willst du mich komplett Action. Ja, okay, mach jetzt die Mucke aus, dort nicht zu lang. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich... Na, ihr wisst schon Bescheid. Ja, hallo. Ja. Kommen wir nun zum Wetter, also die... Junge, mach mal leiser, Mann. Sieht so aus wie ein internationaler Lesewettbewerb, Meister. Nun kommen wir zu den SMMs. Was? Emissionen. Ach so, Emissionen. Was ist das? Mein Gott, Alter. Oh nee, man wird mir ein bisschen zu warm hier. Ey, du kannst dich nicht einfach ausziehen. Was mach ich gerade? Dich ausziehen. Kann ich wohl doch. Hm? Die COCK-Steuer in der deutschen... Kocksteuer. Dann nicht. Junge, wir sind live! Ach stimmt, meine Füße zeige ich ja nicht kostenlos. Gestern um 0.30 Uhr wurde eine Bank ausgeraubt. Bro, wir leben in 2022 und wir haben immer noch keine Überwachungskameras in HD. Was soll der Scheiß? So eine Grütze. Und jetzt leiten wir weiter zu Günther. Auf jeden Fall wollte ich...